Guten Morgen davon und damit willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft Skywars. Ja, was gibt es groß zu sagen? Ich bin toll. Was? Das war aber nicht schlecht, Leute. Das muss man zugeben, das war nicht schlecht. Auf jeden Fall habe ich wieder das Kit Tank am Start, spare aber momentan gerade auf das Kit Enderman. Was ich mir wirklich bald kaufen kann, und da freue ich mich auch mega drauf, weil Enderman ist schon ein cooles Kit, muss man sagen. Und heute versuche ich auch mal wieder, seit einer Ewigkeit, tatsächlich einen MLG-Boost zu machen. So, weg damit. Erstmal aber zu einem Gegner, da drüben steht einer, der hat relativ nice Equip, hätte ich ganz gerne. Oder runter mit ihm, das ist auch eine Variante, sag's mal so. So, ein Kill mehr. Ein Kompass. Hatte ich zwar schon, aber YOLO. Na du? Komm einfach runter. Ich werde dich noch nett empfangen, okay? Aber da musst du schon kommen. Alter, wo ist der jetzt? Da oben. Ah, die beiden da oben werden jetzt fighten. Das ist gut. Ah, war kurz. Hä? Die fighten nicht? Lol. Fuck it down, Alter. Verbrennt ihr Schweine. Damit haben die jetzt nicht gerechnet, oder wie? Als ob der das überlebt. Ah, nee, hat er nicht. Schade, er hat jetzt seine Enderperle verschwendet. Ich nehme an, der andere ist nicht mehr da. Nee, scheint nicht so. Der andere wird gestorben sein. Das hat es aber echt gelohnt, meinen Baum aufzufacken. Also war ja nicht mein Baum, ne, aber egal. Creeper-Eier und eine Enderperle. Geilo. Ich freue mich, Alter. Und ein verzaubertes Dia-Schwert. Mit Schärfe. Dia-Boots. Geil. Für mich wie im Schraller-Apfelland. Krasser Shit. Warum ich jetzt gerade auch immer das Essen weggeworfen habe. Gut, ich brauche das eh nicht. Das brauche ich auch nicht mehr. Zack. Lieber was zu essen rein. Ich habe noch 1,5 Minuten Feuerresistenz. Okay, da muss ich aber auch wirklich diese 1,5 Minuten irgendwie noch sinnvoll nutzen. Vermute ich jetzt mal. Weil nachher habe ich keine Feuerresistenz mehr. Und dann muss ich mir wieder einen Trank erkämpfen, sofern ich das überhaupt kann. Weil vielleicht hat ja auch keiner der Gegner mehr was. Kann auch sein. So, zum nächsten Gegner. Es leben noch 4 Spieler, das ist ganz gut. Okay. Oh, lol. Da oben ist jemand. Mhm. Den hole ich mir jetzt aber. Den Vogel runterholen, würde ich mal meinen. Ja. Keine Ahnung. Ich hab eine kleine Überraschung für dich da oben, ne? Erstmal... Wir haben erst Halbfinale. Ich tue das mal auf eine wichtigere Position, so. Den Eiern könnte ich einiges machen. Ich habe ein bisschen Respekt vor ihm gerade. Gebe ich zu. Gebe ich offen zu. Dem gebe ich auch eine wichtige Position. So. Verkackt, Leute. Verkackt hat der. Okay. Oh nein, meine Feuerresistenz hat gerade jetzt aufgehört. Geil. Ist natürlich Hammer. Oh lol. Heiltrank rein. Ich habe einen Feuerresistenztrank wieder. Sehr schön. Noch einen Heiltrank und noch einen. Alter lol. Gut. Hallo? So. Der war Dings, wie hieß das nochmal? Pyro. Das hat einfach nichts. Das hat Schutz 2. Tauschen. Ansonsten.
muss ich vorsichtig sein. Wir haben noch einen Gegner ausstehend und der scheint nicht in der Mitte zu sein, aber etwa auf der anderen Seite der Map. Ich würde mal sagen, ich gehe ihm ein bisschen entgegen. Wow. Am Ende gewinnt er noch, ohne irgendwas zu machen, wenn ich weiter so spiele. So, risky frisky. Risky frisky, Alter. Lol. Ich das sage. Ist er... Ja, der geht in die Mitte. Achso, ich verstehe. Ich habe eine Idee. Ich gehe auch in die Mitte. Dann treffen wir uns am besten da. Er wäre auf jeden Fall nicht der Einzige... der Erste, der da drinnen war. Denn scheinbar hat da schon jemand eine Enderperle geworfen. Mir persönlich ist das noch zu unsicher, weil ich bin nicht unbedingt der beste Enderperlenwerfer, wie man weiß. Aber ich hoffe, das war nicht er, der nachher wieder aus der Mitte rausgegangen ist und dann wieder zurück in die Mitte. Sondern, dass das jemand anders war. Kann ich nur hoffen. Mehr auch nicht. Könnte jetzt natürlich auch einen Boost machen oder so. Durchaus. Aber jetzt im Finale riskiere ich sowas sicherlich nicht mehr. Alter, so scheiße. Dass ich dem... Ja, und dann schreibt er noch GG. Nein, überhaupt kein GG. Alter, sowas ist lame. Ah. Gerade noch gesehen, ja. Was gerade noch gesehen? Hä? Hä, hat er mein Video gesehen? Ich weiß nicht. Mann, das ist kacke. Ich bin enttäuscht. Von mir selber einerseits auch. Ich hätte aufs Dach werfen müssen. Das müsste ich eigentlich wissen. Merke ich mir für die Zukunft. Ich hoffe, euch hat der Part trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Würde mich mega freuen. Und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und